Wadrichsbrunn, Inhaber von der Doma Chevalier. Wir haben vorhin schon darüber diskutiert, wenn er vielleicht einmal erzählt. Hier ist ein Weingut, das man vielleicht im Oberwallis, aber auch in der Gesamtschweiz weniger sieht, in dem Stil, wo man vielleicht eher im Ausland sieht, Spanien, im Teil von Italien. Was ist speziell hier an diesem Weingut selber? Ja, Domaine Chevalier, wie es neu heisst, früher oder 80 Jahre lang haben wir jetzt ja Vin de Chevalier geheissen, ist vor über 80 Jahren gegründet worden. Es ist ein traditionsreiches Aushängeschild, sicher auch von der Walliser Weinbranche. Und es ist in dem Sinn eine kompakte Einheit, die eben ein Weingut ist, die angefangen hat mit dem Grundstein, wo man vor 80 Jahren hier mit der Villa Chevalier die erst Kellerie gebaut hat und nachher über die Jahrzehnte ist das immer wieder gewachsen. Aber was interessant und offensichtlich ist, dass es immer noch eine Einheit ist, also die Kellerie, die Önothek und die Rebberge drumherum als eigentliches Weingut. Ist auch so, wie Kellerie sicher auszeichnet tut, aber das Weingut hier, das alles, was auf einem Punkt eigentlich alles zusammen ist. Was sind sonst noch so Komponenten, die auch von der Konkurrenz abhaben oder die vielleicht speziell sind hier bei der Chevalier? Gut, abgesehen eben von der über 80-jährigen Geschichte ist es, wo man mehr oder weniger während 80 Jahre lang immer die gleiche Etikette hatte. Eben mit dem goldenen Ritter auf Schwarz oder mit dem schwarzen Ritter auf der goldenen Etikette, was auch mit der Tradition von Salkes als vom 12. und 13. Jahrhundert, wo man die eigentliche Konturei hier hatte, eine Art wie ein Hospiz vom damaligen Maltesersorden. Und das Malteserskreuz ist ja heute noch im Wappenzeichen von Salkes drin. Und da hat man quasi vor 80 Jahren, wenn man die Vin de Chevalier gegründet hat, hat man quasi da Bezug auf die Geschichte und darum eben auch der Name Vin de Chevalier und darum eben auch der Ritter in der Paradeuniform auf der Etikette drauf. Vin de Chevalier ist, wie viele andere Weinkellerien im Wallis, ja, ist sukzessive gewachsen, hat die verschiedenen Turbulenzen von Hoch und Tiefs in der ganzen Weinbranche auch mitbekommen. Was bei uns sicher auch noch speziell ist, dass Vin de Chevalier während über 10 Jahren Hoflieferant war von der Swissair. Und mit dem ist der Dol de Chevalier als eigentlich eine lebendige Legende und heute noch ein Aushängeschild von unserer Kellerie, ist in die ganze Welt geflogen oder mitgeflogen, wenn man dem so will sagen. Und in dem Zusammenhang auch, weil für ihn zu wissen, alle Destinationen, wo Schweizer Botschaft ist, war, angeflogen ist, ist auch Vin de Chevalier praktisch in allen Schweizer Botschaften weltweit ausgeschickt worden. Ihr habt es gerade angesprochen, der Dol, ist das vielleicht auch der Wein, den er, würde ich sagen, der am besten zu eurer Kellerie passt hat? Es ist sicher der Bezug zu unserer traditionellen oder zu unserer Tradition und zu der Verwurzelung, die wir haben. Wir haben aber in der Zwischenzeit haben wir über 16 verschiedene Weine im Sortiment. Also wir haben auch hier die ganz speziellen autochthonen Rebsorten, die Spezialitäten, die zwar alles auszeichnet, haben wir in unserem Segment drin. Aber ich würde behaupten, ja, wahrscheinlich der berühmteste Wein, der in diesen 80 Jahren euer allermeisten verkauft wurde, ist sicher der Dol de Chevalier. Und Dol darf man ja der klassische Assemblage von Pinot Noir und Gamay nur sagen, wenn er eben aus dem Wallis kommt, wenn es eine AOC Wallis Appellation ist. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Dol als klassischste Assemblage im Prinzip in unserer schweizerischen Weinkarte absolut seine Berechtigung hat, worauf wir euch stolz sein können. Stolz sein können der neben dem Dol natürlich auf ein Schuppo andere Sachen. Zum Beispiel hat ja eher ein Sherpa-Wein im Angebot. Was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist ja nicht gerade so ein typischer Weinname, vor allem nicht ein Schweizer oder Walliser Weinname. Das ist eine spezielle Geschichte, die mit mir persönlich zusammenhängen tut. Ich habe das Weingut vor 10 Jahren
können übernehmen. Und ich bin dann gerade von einer Everest-Expedition zurückgekommen und habe im Prinzip, weil mir die Sherpas an das Schicksal oder an das Leben von ihren Vorahnen, von der ersten Bergführer, die wir im Wallis hatten, erinnert hat, die Idee hatte, ein Projekt auf die Beine zu stellen, die Swiss Sherpa Stiftung, für diesen Sherpa die Möglichkeit zu geben, aber auch anderen Bergvölkern unabhängiger können zu werden, mit gezielten Ausbildungsprogrammen auch nachhaltiger von diesen touristischen Entwicklungen in diesen Regionen können zu profitieren. Und der Sherpa wie ist dann nachher eigentlich das nächste Element gewesen. Einerseits ist das ein Hommage an die Sherpas oder an die Bergvölker und gleichzeitig ist es ein Botschafter für das Projekt und ganz wesentlich die ganze Swiss Sherpa Stiftung, die wir heute in verschiedensten Regionen auf der Welt, in Nepal natürlich, aber auch in Pakistan oder in Argentinien Projekte haben, dass die können finanziert werden und darum geht auch pro verkäufte Flasche vom Sherpa Wein an 2 Franken direkt in die Stiftung drin. Und jetzt habt ihr ein nächstes Projekt, das euch noch ansteht. Ihr habt das vorhin schon selber angesprochen. Vin du Chevalier war ja jetzt so im Volksmund auch der Begriff, den man mit auch in Verbindung gebracht hat. Neu heisst das aber Domaine du Chevalier. Was kommt Neues? Was ist da in der Presse? Ja, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Wir haben effektiv bis jetzt 80 Jahre lang ist Vin du Chevalier einerseits der Name des Weingüt gewesen. Es war auch der Firmenname und es war auch der Wein oder der Name, den man auf den Etiketten hatte. Und wir stehen jetzt gerade ganz kurz, in 2 Wochen wird das so weit sein, vor der Lancierung von einer neuen Weinmarke. Das ist für ein 80-jähriges Weingut ganz etwas Spezielles. Und in dem Sinn haben wir auf Anfangsjahr eine Umfirmierung gemacht, dass wir dem Weingut selber und dem Firmennamen selber neu Domaine Chevalier sagen. Und die Domaine Chevalier ist in dem Sinn Markenträger von 2 Marken. Eine Marke Vin du Chevalier, so wie wir es jetzt 80 Jahre kennt haben. Und eben dann, in 2 Wochen werden wir eine neue Weinmarke präsentieren und lancieren. Das ist ein Projekt, das wir jetzt über 4 Jahre lang sehr intensiv daran geschafft haben. Und das wird sich sowohl vom Visuellen, vom Optischen, wie auch vom Namen, aber auch von der eigentlichen Vinifikation bewusst ganz klar unterscheiden von Vin du Chevalier. Und wir werden uns da in einem Premium-Segment versuchen zu positionieren. Es gehört, ihr lanciert eine neue Marke. Wie umrahmt man jetzt das? Das ist ja traditionell immer mit einem Tag oder mit einem Wochenende, wenn er das verbindet. Ja, das ist richtig. Also wir werden am 24. August werden die neuen Weine von der neuen Weinmarke den Medien präsentiert. Und nachher am 25. bis am 28. August haben wir unsere traditionellen Kundentage, die Genusstage der Freundschaft hier auf dem Weingut. Und das ist da, wo wir nachher unseren Kunden und in einem breiteren Publikum und der Öffentlichkeit die Weine werden können vorstellen. Ist das auch ein Weg, den eine Weinkellerin vielleicht heutzutage gehen muss, mit dem Druck, der vielleicht vom Ausland kommt, mit dem Preisdruck ganz allgemein, mit der Konkurrenz? Muss man neue Ideen haben, dass man weiterhin in diesem Business bestehen kann? Das ist in jedem Fall so, ja. Ich meine, es ist ein sehr schönes Business. Es ist eine sehr schöne Branche, wenn man dem so will sagen. Es ist aber ein hart umkämpfter Markt. Vor allem, wir haben es angesprochen, mit der Konkurrenz, die wir vom Ausland bekommen. Heute werden von 10 Flaschen, die in der Schweiz getrunken werden, sind 7 ausländische Flaschen. Generell geht der Weinkonsum zurück. Was ganz erfreulich ist, was wir feststellen, dass aber auch wieder vor allem eher junge Weinkonsumenten in der Schweiz, unter anderem vor allem auch gerade junge Freuen, auch der Schweizer Wein wieder entdeckend oder schätzen lernend. Und darum ja, ist es sehr wichtig, dass man als Unternehmen in jeder Branche, aber auch hier in der Weinbranche, nicht stehen bleibt, sondern immer wieder versucht, sich einem neuen Publikum und neuen Kanal zu erschließen
Und das ist das, was wir mit der neuen Weinmarke ganz klar versuchen zu machen. Mitunter wollen wir damit aufzeigen, dass Wallis, vor allem gerade in Wallis, hervorragende Voraussetzungen mit sich bringt, für wirklich erstklassige Weine zu produzieren, die sich überhaupt nicht verstecken müssen gegenüber der internationalen Grosskonkurrenz. Und das ist das, was wir mit der neuen Weinmarke aufzeigen wollen, dass wir das Potenzial haben, für erstklassige Weine können herzustellen. Ihr habt verschiedene Faktoren angesprochen, die heutzutage auch im Weinbusiness zu arbeiten machen, was ja in einem anderen Business eigentlich ähnlich der Fall ist. Das ist aber mit dem Wein immer noch so, dass halt auch die Natur eine Rolle spielt. Und das haben wir ja hier, oder eher besser gesagt, eine Schuppe Kellerie auf schmerzhafte Art und Weise müssen feststellen, dass man auch an der Natur nicht vorbeikommt. Wie sehr hat es eurer Kellerie geschmerzt, der Frust im Üstag? Ja, uns hat es stark getroffen. Wir haben jetzt gerade, und ich glaube, jetzt kann man es so relativ gut beurteilen, jetzt also im Juli, wenn man sieht, was wirklich an diesen Rebstöcken noch heichen tut. Über das Ganze gesehen gehen wir davon aus, dass wir einen Schaden haben von gut 40%. Also wir werden 40% weniger Ertrag haben in diesem Jahr. Wir sind aber froh, dass, und freuen uns vor allem auf die verbleibenden 60%. Aber es zeigt schon die Eigenart einfach auf, wenn man so abhängig ist von der Natur. Wir haben mindestens so viel Arbeit wie bei einer normalen Ernte. Im Gegenteil, wir müssen enorm sorgfältig und fast fürsorglich mit dem, was da ist, arbeiten. Vor allem im Hinblick auf den nächsten Jahrgang schon, auf den 2018er. Und da hat man schon, zwei Seelen in meiner Brust. Ich finde es einerseits natürlich sehr schön, dass der Wein in erster Linie ein Naturprodukt ist, dass man da wirklich auch mit der Scholle verbunden ist. Und ich finde es irgendwie auch so schön, dass die Natur da immer wieder zeigt, wer da der Meister ist oder wer das Sagen hat. Aber wenn man natürlich dann nachher so stark getroffen ist, war unwillkürlich das Geschäftsergebnis wird beeinflussen, schmerzt das natürlich so, schon. Wird jetzt der grosse Vorteil, dass wir gerade im Hinblick auf die neue Weinmarke, die wir lancieren, unsere Keller eigentlich sehr schön gefüllt haben. Weil da werden die Jahrgänge neu jetzt rauskommen, 2013 und 2015. Aber irgendwann, wenn mittelfristig wird, ist natürlich das fehlen. Ich erlebe das vielleicht noch gerade umso besonderer, weil ich bin im Prinzip ein Quereinsteiger in der Weinbranche. Aber wie ich erwähnt habe, ich habe vor gut 10 Jahren das Weingut übernommen. Ich war vorher in einer ganz anderen Welt drin, in einer sehr technischen Welt. Ich habe ein Medizinaltechnikunternehmen gehabt. Und da hat man einfach schon einfach gesehen, grundsätzlich, was irgendwie machbar ist und organisierbar ist, hat man irgendwie sich erstellen oder erwirtschaften. Wenn irgendwas Material gefehlt hat, irgendwas auf der Welt, hat man das Material können organisieren. Und hier ist es einfach gerade umgekehrt. Oder? Es ist einfach einmal im Jahr ist die Ernte und dann wird da geerntet, was da ist. Und mit dem müssen wir nachher schauen, das Bestmögliche daraus zu machen. Die Natur hat also einen Strich durch die Rechnung gemacht, sozusagen. Man zieht aber auch seine Lehre daraus, oder? Man versucht natürlich schon, seine Lehre daraus zu ziehen. Wobei da ist manchmal guter Rat teuer. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass man jetzt vom Frost getroffen ist. Es ist aber für mich sowieso, aber was man so kehrt, was ich auch mit diesen langjährigen Trübenlieferanten diskutiert habe, es ist in einem Ausmaß, wie man es in den letzten 50 Jahren nicht mehr gesehen hat. Über die letzten Jahre hat man verschiedene, das mit den Kerzen, das ist etwas, was man schon länger kennt. Man sieht ja länger mehr die Gasgebläse in den Rebbergen. Aber so wie in diesem Frühling die Natur zugeschlagen hat, nützt auch da die Massnahmen nicht viel, weil da ist zum Teil haben wir da Minustemperaturen von 7, 8 Grad gehabt. Also auf Deutsch gesagt, da kann man morgen wirklich gerade im Bett bleiben, weil da gibt es meines Wissens auch heute noch keine vernünftige Massnahme, dem könnte sich widersetzen.
Wenn er jetzt fällt, ganz so rein, wenn er im Keller hat, einen müsst ihr sagen, der müssen wir getrunken haben, weil er wäre es auch Meinung nach. Ich würde sagen, das ist der Nächste, der jetzt Glas reinkommt. Ich weiss, das ist eine Frage, die viel gestellt wird. Und das ist, ich vergleiche es immer ein bisschen, wie wenn man als Vater zum Beispiel gefragt wird, weil es ist jetzt wirklich dein Lieblingskind. Und ich glaube, das ist enorm schwierig, das können wirklich so zu beantworten. Man hat selbstverständlich alle gerne. Mit jedem einzelnen Wein hat man einen persönlichen Bezug, eine persönliche Geschichte. Und das Schöne ist ja wirklich auch, dass nicht jeder Wein mir zum Beispiel jederzeit gleich schmeckt. Es kommt auf den Kontext drauf an, es kommt darauf an, was ich dazu esse. Es kommt darauf an, mit was für einer Gesellschaft ich den Wein zusammen geniessen darf. Also ich könnte mich effektiv nicht auf einen einzigen Wein fokussieren. Im Hinblick jetzt, sage ich mal, auf die Lancierung von der neuen Marke, würde ich sagen, freue ich mich sehr, sehr auf die neuen Weine. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wie unsere Kunden und unsere Freunde von dem Weingut Domaine Chevalier auf das werden reagieren und was dazu werden sagen. Ich glaube, definitiv die Arbeit in der Zukunft wahrscheinlich nicht umzuerst irgendwo uns. Zum Schluss noch drei Wörter, die das Weingut jetzt Domaine Chevalier am besten beschreiben dient. Es ist ein Weingut, eine lange Tradition hat, wo im Wallis und hier in Salke stark verwurzelt ist, wo aber nie stehen geblieben ist, sondern sich immer weiterentwickelt hat und sich vor allem auch auf die Zukunft dort freuen. Ich würde sagen, also zusammengefasst, es ist traditionell, es ist verwurzelnd und es ist zukunftsweisend.